Ja, das ist scheiße. Verarscht mich. Und bei dir war ich. Ah, war okay eigentlich. Ah, Scheiße! Ist die gut! Hallo? Ja, hier ist ein Unfall passiert am Gymnasium. Wir brauchen sofort Hilfe. Okay, bis dann. Guck mal, das dumme Kind hat sich auf die Fresse gepackt. Guck nicht so dumm, pass mal lieber auf, dass dein Freund ins Krankenhaus kommt. Er gibt immer noch keine Lebenszeichen von sich. Wie ist dein Blutdruck? Puls? 120/80. Das ist gut. Messen Sie bitte mal die Blutzucker. Alles klar, mach ich. Dr. Vera, was ist passiert? Geht's Ihnen gut? Bin ich. Sie waren 20 Jahre im Koma. Wissen Sie noch, wer Sie sind? Wissen Sie Ihren Namen? Keine Ahnung. Sie sind Herr Kraft? Klingelt? Ja, keine Ahnung. Ihr Name ist Adam Kraft. Sie waren hier im Koma schon seit 20 Jahren. Wenn Sie beschreiben müssten, wie es Ihnen geht, auf einer Skala von 1 bis 10, wie würden Sie beschreiben? Ja, ich tue es gut, oder? Das ist Wahnsinn. Nach 20 Jahren. Ich rufe mal den Patienten. Können Sie mal kommen? Lehnen Sie sich ruhig ein weiter zurück. Ach, vorsichtig. Super, Herr Kraft. Wollt ihr jetzt nach Hause gehen? Ja. Da würde ich mit dem Auto stehen. Schalten wir mal bei Ihnen ein, damit Sie mir auch nicht wegsagen. Okay. Ach, Kraft, da haben Sie aber echt die Schrecken eingedacht. Wie dachten Sie, kommen Sie wieder zu sich? So, Herr Kraft, dann denke ich mal, wird es auch hier alleine gehen? Ihre Sachen? Ihre Jacke? So, und dann würde ich Ihnen auf jeden Fall noch ein schönes Leben, würde ich sagen. Ja, danke. Was ist denn los? Ich kann mich irgendwie an nichts mehr erinnern. Das sieht hier schon alles sehr komisch aus. Ist keine Augen im Kopf? Geh zur Bushaltestelle. Hey, du siehst aus wie aus einer anderen Zeit. Ist ein Hinterwäldler? Ja. Zur Bushaltestelle geht's da lang, du Vollidiot. Ja, okay. Ist überhaupt gut? Soll ich dich erstmal mit zu mir nehmen? Könnt ihr ein bisschen helfen? Also mir vielleicht. Dann komm mit. Ich arbeite bei so einer Bank, habe viele Angestellte. Du kannst mir vielleicht so ein bisschen helfen. ZDB ist mit den Finanzen ist und dafür helft ihr. Du siehst aus, als könntest du jetzt dich an nichts erinnern. Ja, da ist was dran. Ja, dann können wir jetzt zu mir gehen. Ich zeig dir mal ein paar meiner Leute. Die helfen erstmal. So, das hier ist mein Büro. Wundere dich nicht, ist gerade im Umbau. Und das ist mein Angestellter, der kann dir das gleich zeigen. Erik. Warte mal, ich kenne dich irgendwoher. Bist du nicht Aaron? Hab ich auch schon erlebt. Bist du nicht Erik von damals? Als ob. Das ist krass. Wusstest du schon, dass Nils seine Mitarbeiter ausbeutet, um immer mehr Macht zu bekommen? Und er benutzt alle Methoden, um dies zu erreichen. Wirklich? Das ist krass. Das hätte ich wirklich nicht von ihm erwartet, ne? Dass er so krass drauf ist. Also, ich würde schon sagen, dass wir dagegen was machen müssen. Wir müssen ihn stürzen. Ja, komm, das schaffen wir. Schaffen wir. Vergesst bloß nicht, das Office aufzuräumen. Jo, machen wir. Noch 10% haben wir das ganze Geld von Nils auf die Konten der Mitarbeiter gewonnen. Das ist gut, weil er hat schon sehr, sehr viele Leute ausgeleuchtet mit dem Namen. Fertig. Schnell, wir müssen ab. Bevor er kommt. Ich bin seit die beiden Sonnen aufräumen. Scheiße. Aaron, Erik! Thank you.
Ja, hallo? Wie, mein ganzes Geld ist weg? Ich rufe sie zurück. Scheiße.